mein 86. Oh, Comics mein 86. Hey ho YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, wo ich zwei Titel mit dabei habe, die ich in den letzten Tagen gelesen habe. Und das wiederum ist zum einen Blutdurst, was zum einen ein Crossover zwischen Spider-Man, X-Men und Captain America und dem guten Blade ist. Zumindest dachte ich das, aber im Endeffekt ist es eine größere Forgiven-Storyline, wo obendrauf noch ein Blade-One-Shot reingepackt wurde. Und das wiederum werde ich euch gleich doch ein bisschen ausführlicher erklären, weil anfangen möchte ich mit dem anderen Comic, was ich auch schon in der Hand halte. Und das wiederum ist Grimm Band 1 aus dem Hause Crosscut, eine Serie von einem Kreativteam, was mir im Vorfeld überhaupt nichts gesagt hatte, was ich mir aber definitiv merken muss, weil geschrieben hat das ganze Ding Stephanie Phillips, die ein Pacing drauf hat, was wirklich seinesgleichen sucht. Die gute Dame schafft es, innerhalb von ein paar Seiten so viel Background und so viel Worldbuilding zu betreiben, dass man quasi nach den ersten zwei, drei Seiten komplett in den Band von Grimm gezogen wird und dann erst realisiert, dass der gute Flaviano ein so krasses Artwork abliefert, dass es ein wie Schuppen von den Augen fällt und man sich direkt denkt, oh mein Gott, was geht hier ab? Wir haben krasses Pacing, wir haben krasse Visualität, die einem um die Ohren geballert wird, sodass man sich halt direkt zu Hause fühlt. Und auch wenn ich eigentlich nur vorhatte, mal kurz in die ersten ein, zwei Seiten reinzulesen, hat das Ding mich direkt so hart in den Bann gezogen, dass ich mal eben so einatmen musste und als eine der besten neu gestarteten Serien dieses Jahr direkt an dieser Stelle betiteln muss, weil Grimm ist hart auf die Fresse und das im positiven Sinne. Und hart auf die Fresse, könnte das einige Leute von euch durcheinander bringen, aber es passt für mich wie die Faust aufs Auge, weil hart auf die Fresse, Faust aufs Auge, ihr wisst, was ich meine, weil in der Geschichte wiederum geht es um Sensenfrauen und Sensenmänner. Besser gesagt, um die gute Jessica Harrows, die man auch schon auf dem Cover drauf sieht, die halt Sensenfrau ist oder besser gesagt Grim Reaper und die dafür sorgt, dass verstorbene Seelen ins Jenseits gebracht werden. Am Anfang des Bandes sieht man nämlich direkt einen Mann, der bei einem Autounfall stirbt, dann neben seiner Leiche steht und dann von ihr an die Hand genommen wird, mit der halt ins Jenseits gebracht wird. Und da er mit der ganzen Situation komplett überfordert ist und auch so einen kleinen Schock bekommt, nachdem man so ein kleines Boot einsteigt, was über einen Fluss voller Seelen fährt, fängt er an, so ein bisschen zu Smalltalken mit der guten Jessica Harrow und findet dabei heraus, dass die ganzen Sensenmänner und Sensenfrauen im Vorfeld auch ein normales Leben geführt haben und dann nach ihrem Tod halt als Sensenmänner und Sensenfrauen angestellt wurden und jetzt dafür zuständig sind, Sensen zu tragen und Seelen zu überführen. Und als er mit ihrem Smalltalken ist, erfährt er halt von ihr, dass sie sich gar nicht an ihren Tod erinnern kann und auch keine Erinnerung an ihr voriges Leben hat, was recht ungewöhnlich ist, weil das sonst jeder kann. Und sie geht dann auch nicht weiter drauf ein, gibt ihn ab, trifft sich mit ihren Buddies im Jenseits und dabei fällt den Buddies und ihr auf, dass sie ihre Sense gar nicht mehr hat und dass die gerade verstorbene Seele ihr anscheinend die Sense geklaut hat. Daraufhin macht sie sich auf der Suche nach der Seele, muss feststellen, dass die Seele der Mann halt wieder in die normale Welt geflüchtet ist und dort wiederum seine Ex-Frau aufsucht, die gerade eine Affäre mit jemand anders am Laufen hat. Und sie reist dann dahin, nimmt ihm die Sense ab und dabei wiederum wird sie von einer lebenden Frau gesehen, was komplett ungewöhnlich ist, weil die Grim Reaper eigentlich von lebenden Personen nicht gesehen werden können. Und das wiederum wirft wieder die Frage auf, wo sie herkommt, wer ihre Eltern sind, warum sie sich an ihren Tod nicht erinnern kann. Und das nimmt sie dann halt zum Anlass, um mit ihren Buddies so ein bisschen Ahnenforschung zu betreiben und versucht dann mit denen halt zusammen herauszufinden, wie sie gestorben ist. Und ab dem Zeitpunkt fängt halt so eine kleine Hetzjagd durchs Jenseits an, die visuell unglaublich krass aussieht, vom Pacing her verdammt schnell nach vorne geht und es extrem schnell schafft, an die Charaktere ans Herz wachsen zu lassen, sodass es einem beim Lesen des ersten Bandes so vorkommt, dass man eine Serie liest, die schon bei Band 5 oder 6 angekommen ist, weil mir persönlich halt echt die Charaktere schon nach ein paar Seiten und ein paar Dialogen extremst ans Herz gewachsen sind, was die Serie für mich halt so extremst gut macht. Und an der Stelle ist auch alles andere wie eine 9 von 10 nicht gerechtfertigt, weil das echt eine Serie ist, die mit dem ersten Band schon so viel richtig macht, dass eigentlich mit dem zweiten Band gar nichts mehr schief gehen kann und deswegen an der Stelle für Grimm eine absolute Leseempfehlung an der Stelle raus. Danach wiederum geht es weiter mit den Forgivens, eine Gruppierung von Vampiren, die so eine Art Avengers-Gruppierung darstellen und die sich auf die Flagge geschrieben haben, kein Menschenblut zu saugen, gegen andere Vampire zu kämpfen und halt den Pfad der Tugend zu wählen. Und im ersten US-Heft, was halt das Spider-Man-Heft ist, kommt es dazu, dass halt deren Anführer umgebracht wird von einem
einer Figur, die halt die Forgivens unterwandert hat. Und ich möchte an der Stelle natürlich nicht wegspoilern, wer die Figur ist, ob sie männlich oder weiblich ist, damit das für euch auch noch dieser Überraschungseffekt bleibt. Und ab dem Zeitpunkt dreht sich halt die ganze Geschichte darum, ob die Forgivens auch ohne ihren Anführer noch den Pfad der Tugend wählen können. Und dabei erleben sie halt ein Abenteuer mit den X-Men, mit Captain America und mit Spider-Man. Aber in erster Linie fühlt es sich viel mehr an nach einer Forgiven-Storyline als nach einer Geschichte mit Spider-Man, X-Men oder Captain America, was ich persönlich ein bisschen schade finde, weil es halt im Endeffekt ein Spider-Man-One-Shot gewesen ist, ein X-Men-One-Shot gewesen ist und ein Captain America-One-Shot gewesen ist, wobei man den Captain America-One-Shot nicht so viel vorwerfen kann, weil Captain America schon sehr präsent ist in der Geschichte, aber trotz dessen ist das so ein Ding, was ich wahrscheinlich eher unter Forgivens veröffentlicht hätte, als Spider-Man, X-Men und Captain America-Geschichte. Die Geschichte macht einiges richtig, wird zwischenzeitlich extrem trashig und ist dadurch für mich persönlich so ein bisschen abgeflacht, hatte da obendrauf noch ein paar Längen, die mich nicht so hundertprozentig unterhalten haben, weswegen ich dieser Forgiven-Geschichte trotz guter Momente leider nicht mehr wie 6 von 10 Punkten geben kann. Was für mich dann allerdings der absolute Knaller war, war der One-Shot von Blade, der mit in dem Band abgedruckt wurde, der halt in Chernobyl spielte. Und in Chernobyl, wiederum im Marvel-Universum, ist mittlerweile ein Vampirstaat errichtet worden, wo Vampire ganz normal leben können. Und Blade ist dort sowas wie der Sheriff. Und als es am Anfang dazu kommt, dass einer der Vampir-Oberhäupte umgebracht wird von ein paar Terroristen, wird halt Blade auf die Jagd dieser Terroristen angesetzt oder besser gesagt soll herausfinden, wer diese Terroristen angeheuert hat. Und ab dem Zeitpunkt fängt halt so eine Detektivgeschichte mit Blade an, die verdammt cool in Szene gesetzt ist und für mich tatsächlich so eine 8 von 10 darstellt, weswegen ich dem Band insgesamt so eine stabile 7 bis 8 von 10 geben würde. Aber die wirkliche Lesempfehlung ist tatsächlich der One-Shot, die Forgiven-Geschichte, hat halt ein paar Längen und sehr viel Trash drin, weswegen die für mich leider so ein bisschen abgeflacht ist, weswegen der Band halt so eine Lesempfehlung für Leute ist, die Bock haben, was mit den Forgivens zu lesen und die vor allem Bock auf diesen Blade One-Shot haben. Und damit sind wir durch fürs heutige Video. Bitte schreibt mir eure Meinung unbedingt zu den Comics in die Kommentare rein, falls ihr einen der beiden Titel gelesen habt. Und falls ihr noch keinen der beiden Titel gelesen habt, seid ihr an der Stelle gefragt, warum habt ihr Grimm noch nicht gelesen? So eine tolle Serie, zieht euch die unbedingt rein. Und wenn ihr euch den Band jetzt nach diesem Video holt und in ein, zwei Wochen gelesen haben solltet, würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr das Video noch nachträglich kommentiert mit eurer Meinung zu Grimm, dass wir ein bisschen gemeinsam über die Serie diskutieren können. Damit sind wir auch wirklich durch fürs heutige Video. Ich würde mich noch sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben, ein Abo und auf Instagram, Facebook und TikTok vorbeischauen würdet, um mich dort noch ein bisschen zu supporten. Dann sehen wir uns nämlich auch beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein! Simus, was machst du? Eine Power-Pizza bestellen!